Was geht, Leute? Ich hab's übel verkackt. Ich war gestern auf so einer coolen Homeparty und auf dem Lichterfest und ein Kollege mit dem CLA AMG war noch am Stand. So hätte ich eigentlich alles übel gern gefilmt. Wahrscheinlich einfach die Cam zu Hause vergessen. Ich war zum Training Beintag und es war so krank. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil wir gehen gleich ins Kino. Insidious 3, ich bin gespannt des Todes, weil ich fand den ersten Teil mega geil, den zweiten Teil. Jetzt gucken wir mal, wie der dritte Teil geworden ist. Mal schauen. Ah! Sup, Guys! Euer Filmkritiker ist wieder am Start, Nico. Filmkritik TV. Wer kennt ihn noch? Der gute Mann, leider verstorben, Filmkritik TV. Hat mir immer mega gerne, bevor ich den Film angeschaut habe, dem seine Kritiken dazu reingezogen. Schade, was so passiert, ey. Ich finde Insidious, was die bei dem ersten Teil so richtig geil hinbekommen haben, ist diese Gesamtatmosphäre so. Einmal die Musik, die richtig, richtig geil ist, so dieses mit diesen Zupfinstrumenten und dann solche Szenen wie, als die Mutter dann durch dieses Babyphone diese Stimmen hört und so. Das sind einfach so Szenen, oh mein Gott, die schocken noch bis heute. Oder da, wo man den roten Kopf dann auf einmal im Hintergrund sieht. Alter, ey, das sind Momente, die vergesse ich niemals. Aber jetzt bin ich echt gespannt, wie der dritte wird. Ich hoffe, der wird fett, Mann. Let's do this, Marines. Klar, geil, das ist geklappt! Nach weiteren 10 Jahren haben wir es dann auch mal geschafft, hier im Parkhaus zu parken. Habe ich die Scheiße abgeschlossen. Jetzt geht's endlich in diesen Film. Der Film war wirklich spannend! Oh Mann. Also, der Film war wirklich sehr, sehr spannend. Gibt's mega viele Schreckmomente. Die Stimmung, wie sie gemacht haben, war definitiv nicht so wie im ersten Teil. Moment mal kurz. Wow, das sah gerade übel gruselig aus, wie meine Hand auf der Cam war. Okay, mein Alter, das hasse ich immer nach Horrorfilmen. Alter, du schiebst danach immer die aggressivsten Spannen! Was geht, Leute? Ich bin gestern so um 3, 3:30, 4 pennen gegangen. Und ich habe gestern halt mega krasses Training, richtig krasses Beintraining gemacht. Dann habe ich so gemerkt, oh mein Gott, Mann, ich bin langsam so am Arsch. Ich schwör's dir, ich habe ganzen Körper Muskelkater von den anderen Trainings auch noch. Weil ich es mir einfach gerade so gebe, es ist ganz heftig. Und jetzt mache ich mir gerade wieder Frühstück. Und ich schwör's euch, eins ist so krass. Ich habe gerade so übel Hunger. Und jetzt will ich mal wirklich eins sagen, was so geil ist. Und zwar, das müsst ihr euch unbedingt holen. Und zwar getrocknete Erdbeeren. Ich habe so viele Trockenfrüchte probiert. Getrocknete Erdbeeren ist das Brutalste. Wir hatten ja den letzten Cut gesehen, als ich gefrühstückt habe. Finde ich gut, dass ich den Tag noch weiter gefilmt habe. Moment mal. Ihr wisst ja gar nicht, dass ich den Tag nicht weiter gefilmt habe. Yo, Leute, ich war gerade frühstücken. Ich filme nebenbei noch ein kleines Diätentagebuch. Das lade ich dann, nachdem ich sozusagen meine Diät fertig habe, lade ich das für euch dann hoch. Da sieht man einfach nur so ein bisschen, wie ich zu meiner Form komme, hoffe ich. Und ja, dann noch so ein bisschen, wie ich mich fühle. Weil in so einer Diät macht man auch mal die eine oder andere Gefühlsphase mit. Und ja, jetzt gehe ich einkaufen, dann hole ich einen Sascha, dann gehen wir schon wieder mein Auto waschen, ja. Wir waren jetzt halb dran. Wow! Alter! Hier ist das Ding. Alter, krass, Mann, war das ganz laut. Scheiß Radio, ey. Immer schön freundlich im Straßenverkehr. So läuft es hier. Es geht, Alter, lange nicht gesehen. Hast du gemacht, deswegen. Kannst du alleine gehen. Am Döller. Sascha, seitdem du jetzt mein Fitnessprogramm machst, wie viel hast du abgenommen seitdem? Ja gut, ich mach's ja auch jetzt, was man nicht vergessen darf zu sagen, ich mach's jetzt seit 5 Tagen. Ja. Und da habe ich jetzt, ich habe auch den einen oder anderen Cheat Day gehabt, da, deswegen habe ich halt nur 12 Kilo, ja. Ja, okay. Bei den Uschis läuft's auch besser, gell? Ja, auch gerade so bei den Uschis, die sich früher nie gemeldet haben, läuft's jetzt halt wieder besser. Die melden sich jetzt wieder zurück, oder? So, Leute, wir müssen jetzt noch das Auto saugen mit dem Staubsauger. Boom, Alter. Der Sascha ist auf keinen Fall noch eine rauchen. Ja, ich will nicht sagen, dass er da hinten steht und gerade eine raucht. Also so ist es wirklich nicht. Okay, hinter uns ist so eine Tuss. Hinter uns so eine Tuss. Die meint jetzt beim Autowaschen in der Waschanlage komplett laut Musik aufzudrehen. Und dann sexy Carwash zu starten. Wir sind wieder auf dem Wege eines Trips. Und mal!
Ey, also sorry, Mann, aber griechische Mucke feiere ich einfach übertrieben. Denk mal, ich verbinde da einiges mit meiner Kindheit, weil ich war ja früher jedes Jahr in Griechenland. Wir müssen echt nächste Zeit mal wieder so ein paar Trips planen, vielleicht mal nach Köln. Ansonsten, wenn ihr Bock habt auf ein paar Real Talk-Themen oder Themen, über die ich sprechen kann, irgendwelche Probleme vielleicht sogar, haut mir mal in die Kommentare oder schreibt mir ein paar Nachrichten. Dann kann ich dazu auch was machen, weil das sind auch Themen, die mich interessieren. War's für heute mit dem Vlog. Ich hoffe, ihr hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Ansonsten sehen wir uns im nächsten. Macht's gut. Ciao. Jo Leute, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben da lassen und abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten könnt ihr jetzt noch beim letzten Video vorbeischauen. Ich begebe mich gleich ins Gym auf den Tuesday. Ich wünsche euch was, Leute. Haut rein. Wir sehen uns im nächsten Video.